Also ich kann nicht vor einem Auftritt ein spannendes Buch lesen. Das geht nicht. Ich denke, ich kann am Auftritt immer ein spannendes Buch lesen. Ich glaube, was ich mache, ist manchmal magisch. Es sind magische Bilder. Es sind Zaubereien. Es ist das Unmögliche möglich machen in meinem Fall, weil es ist ja eine Unterhaltungsmagie, also eine Unterhaltungszauberei. Und es ist ja das Hinterfragen von der Zauberei und das Darstellen von Handwerk. Es ist immer auch eine Gefahr, eine Kunst mit einer anderen Kunst zu vermischen. Aber ich habe mein ganzes Leben darauf verwendet, die Kunst zu vermischen. Für mich war immer aus der Commedia dell'arte der Arlecchino ein Vorbild. So eine Figur hat mir immer gefallen, die so die Vielseitigkeit hat. Und das eigentlich der Gesellschaft auch als Spiegel vorne hat. Mit dem Publikum und das Publikum atmet mit dir und es gibt eigentlich kein Ich auf der Bühne, es gibt eigentlich nur ein Meer. Und das Meer so miteinander zu erfahren, das ist schon sehr kostbar. Ein paar Schatten hat's da vorne auch noch. Sind aber all verwandt mit mir. Gar nicht so frech grinsen. Sie sind dann kaum verwandt mit dir. Ciao.